Servus. Servus. Severogorsk. Fettname, wo dir selber die Zunge beibrichst. Severogorsk. Ich war hier vorne hin auf den Hügel. Oh, ich versuche links lang. Ja, ich gehe mir oben bei der G7 auf Stellung, kann ich ja dann auch von der anderen Flanke dann noch Unterstützung geben. Falls er nicht so viel kommt auf meiner Seite. Falls ich vor Ablauf der 15 Minuten mit dem Motor oben bin, ne? Was fährt da alles hoch? Enemy sighted. Na gut, dann sind sich hier bei oben bei mir selber schon wieder alle gegenseitig am Rammen, weil sie sich nicht entscheiden können. Hm. Ist immer so schön, wenn du so ein Team hast, brauchst du keine Feinde mehr. Nein, ich sehe die Koch nicht mehr. Nein. Ja, Koch ist jetzt am Waschen. Ein Stückchen zurück oder vorfahren würde, würde ich die sehen. Ja, Koch hat erwischt. Wenn jetzt bei mir durchgekommen, dann bin ich auch auf der Kommandanten nicht. Sieht es auf der anderen Flanke aus? Ziemlich ruhig. Ruhig? Ja.
Enemy detected on radar. Warning, we've been located by the enemy. Vielleicht kriege ich ja die Armies. Komm. Oh nein, nicht zu spät, scheiße. Oh, scheiße. Kick it while it's down. The armor isn't holding out. Na cool. Ich hab die gerade in Grundtarnung, den sehe ich nicht mehr. Ja, ne, da kann ich nicht hoch. Ja, ich sterb jetzt gleich. Ja. Kurz und kotzen, Mann. Alles ist da immer den Berg am Hochgaffen. Ja. Ich habe der 50B ist. Der ist aber flott. Der ist jetzt nicht wirklich über den drüber gefahren, oder? Oh oh. Na, Deutschlandflagge der 50B. Kam von seiner Camperposition runtergewascht. Aha. Ich vielleicht gerade eben auch noch lieber was warten sollen, dann wäre ich vielleicht nicht gewesen. Der T-34 kriegt er nicht. Oder die Artillerie. Meine Güte. Endlich. Ja, der ist tot. Der braucht aber noch ein bisschen, um sich zu entscheiden. Ah, der muss das jetzt mal nachdenken. Hm. Ja. Er hat sich entschieden, wie man sieht. Oh, toll. Natürlich komme ich dann, wenn er so eine Aufnahme mache, dann genau alles weg. Oh, passt. Meinst du mit passt? Boah, so schlimm ist es jetzt nicht. Da müsstest du eine Aufnahme machen. Das wird bestimmt wesentlich besser. Meinst du? Hm? Da müsstest du eine Aufnahme machen. Ja, der macht ja weiter.
mache ja. Call ja weiter. So. Denk dran, so Takeouts, ne? Wenn du irgendwas sagst, was nicht passt, dann wird rausgeschnitten. Ja, beep. Ja, genau. Sind wir. Burp. Da sich jemand aufregt. Beep, 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 beep. Bei mir nie der Fall, also. Ich bin eine ganz ruhige Persönlichkeit. Ja, sind alle brav. Das ist aber auch zurzeit diese komische Match-Konstellation, weil er wieder dieses Event hast. Dann hast du die ganzen Leute wieder dabei, die furchtbar spielen. Ja, gehören aus und den Sieg einfahren. Ja, oder halt, ne, da ist einer, da fahre ich jetzt mal straight ahead drauf zu. Motor ist halt eine Qual. Enemy sighted. Der Typ 69, 59. Oh, der Löwe macht mich nervös. So, die linke Flanke hier an der Stadt, am Stadtrand haben wir jetzt was. Kommen wir jetzt mehr in die Mitte rüber. Ah. Nein. Digga, der Blöde ist. Ach. Oh, ein E75 damit, fast cool. Okay, was war das? Ich hatte die Artillerie. Als hier schon mit dem, das ist nicht normal, ey. Ich bin gerade in einem schönen Bug fest. Commander, they know where we are.
Ja, der liegt schon mal besser. Hörst du den noch? Na, ja, den fällt mir nicht so schön. Naja, unter Umständen sogar Waffenbrüder. Wenn ich jetzt noch nicht sterbe, ist. Ah, der schießt ein KE. Nice! Was? Waffenbrüder, gutes Match. Ja. Muss mich aber nicht jedes Mal so erschrecken. Immer so, Und mal danach vielleicht mal Tier 10 ein Match oder so? Ja, natürlich. Können wir gerne machen. Ich bleib jetzt hier nur vorsichtig stehen, weil wenn die Artillerie nicht nochmal so trifft wie gerade eben, die hatte ich doch nicht. Ja, jetzt bist du safe. Ja. Bin ich sabe. Ja. Kanone ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist normal. Ja. So, T10. So. Unterschiedlicher kann ein T10-Duo nicht sein. Ja. Ensk. Ja, du hast ja eher einen Panzer für hier die linke Flanke und ich habe eher einen für die rechte Flanke. Ja, keine Artillerie. Aber das ist schon mal gut. Ah, hier ist wieder Massen, hab mich lieb. Blöden Eisenbahnschienen immer. Das frage ich mich allerdings auch. Echt kurios. Bermuda-Dreieck. Da weg. Das Spiel von denen macht richtig scheiße. Ich prall an dem 50B ab. Das ist der Knaller, ey. Lass keine mal sehen. Da prall ich an dem 50B ab, ey. Das ist nicht normal. Kick it while it's down. The armor isn't holding out. We've been spotted
einfaches Match. Ja. Doch. Oh, die cool. Ah. Einmal nice. Im T57 Chevy geraten und schon. Hm. Was denn? Ah, ja. Ja, kannst du kloppen? Ich bin an einem 50 BAP Preis eben. In der Wanne? Ja, ja. Ja, das passiert schon mal. Ja, okay. Wenn man das mal sieht. Ja, das ist. Von Freude auf. Ja, dann bist du frustriert danach. Denkst du, da schon deine knapp 300 Penetrationen? Was ist, dann kommst du immer noch nicht durch. Servus. Die Bremse reinhauen. Oh. Oh. 300.000 Credits. 300.000? Ja. 294 plus. Das ist sehr gut. Boah, dann machen wir ein bisschen noch eins. Irgendwas. Ich hab noch ja, sehr gut. Ja. Ja, versuch's auch mal. Niemals. Fischerbucht. Was? Wer bucht was? Fischerbucht. Ach so, ich hab verstanden, irgendjemand bucht was. Ach schon gerade, hä? Das ist immer lustig. Manchmal kannst du hier diese Klarlogos bei der XVM-Mod gar nicht richtig erkennen, ne? Ja. Sieht aus wie eine 1 in einem Halbkreis. Ich habe jetzt gerade eben nur das rote Ding gesehen, da dachte ich, was ist denn das für ein kleines, erregtes Glied da, was da so hängt. Echt schon, oder sieht aus wie ein Thermometer. Ja. Da hast du da Fieberthermometer. Ich nur mal liebevoll anstupsen. Wer darf mal wieder blechen? Ich. Ja, ist das nicht immer so? Man müsste in WOT echt mal die STVO einfügen. Artillerie hat mich auch wieder lieb. Ja, oh, aber hast gleich auch nicht was gefuttert, ey. Ja. Die daneben schießen würde. Nein. Oh Gott, ey. Was macht ein Heavy Tank in der Mitte? Das ist doch mal. Total banal. Es ist gerade ziemlich egal, wo ich hinfahre. Ich krieg überall was ab. Okay. Mach dir nichts draus. Bei mir ist das gleiche. Ich krieg Auffahrt alles an, ein nach dem. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Guck mal.
Alles steht da hinten irgendwo. Oh, hier habe ich den Schuss ja nicht gesammelt. Commander, they know where we are. Das ist, weil unsere linke Flanke komplett am Pennen ist. Der IS-7 kommt. Oh, hab ich die Kette verfehlt? Scheiße. Naja, Patton halt. Da machst du nichts dran. IS-7 kommt da links. Sehen. Kommt aber da mit einem Affen-Speed durchgebrettert. Der hat geschossen. Das früher hat sehr nachgeladen. Upsla. Bleiben passen auch nicht mehr auf, wo sie langfahren, ne? Nö. Da hab ich einen durch. Ich hatte irgendwie die Vorahnung, weißt du das? Ja, wir müssten eigentlich ein bisschen zurück. Ein wenig. Kannst du sehen, wie viel HP oder Struktur die halt noch haben? T75 Chevy 1.4, M103 600, 700. 700 HP. Centurion, keine Ahnung. Okay. Guck mal, wie weit ich da jetzt helfen kann. Genau hinter der Ecke, Alter.
Ich hätte eigentlich genau hinten das Munitionslager treffen sollen, aber nein. Ja, so ist das. Ja. Galatsch. Galatschnikow. Ja. Mit so wenig Struktur noch überlebt. Wer hätte das gedacht? Ja. Nicht schlecht. Ja, so ist das. Jo, ich beende die Aufnahme dann mal. Gib mir nämlich langsam den Festplattenspeicher aus. Au revoir. Au revoir.